August Stramm war ein expressionistischer Dichter, heute ist er wenig bekannt. Er war aber auch hauptberuflich Postbeamter, Postinspektor und Reserveoffizier. Als der Krieg 1914 ausbrach, war August Stramm 40 Jahre alt. Er war ein mehrfacher Familienvater, Postbeamter. Und Sie sehen das auf dem Foto, er entsprach den Vorstellungen der bürgerlichen wilhelminischen Gesellschaft. Man sieht das hier sehr gut auf dem Foto mit der Pickelhaube, mit stolz geschwellter Brust. Ein saturierter wilhelminischer Bürger. So ist er 1914 in den Krieg gezogen. Aber August Stramm hatte auch eine ganz andere Seite seiner Persönlichkeit. Er ist sicherlich der avantgardistischste, expressionistische Dichter, den Deutschland hatte. Seine Kriegsgedichte sind sehr eindrücklich. Die Sprache zerreißt bei den Gedichten von August Stramm, die Syntax zerfällt. Es ist eine unglaubliche Sprachgewalt, die einem entgegentritt. Seine Kriegserfahrung hat er aber auch geschildert in den Briefen an seine Frau, die er von der Front geschrieben hat. Vier dieser Briefe sehen Sie in den Vitrinen. In diesen Briefen beschreibt er den Schrecken der Front, der Ostfront, den Schrecken des Grabenkampfes, den es auch im Osten gab, was wenig bekannt ist. In einer Stelle des Briefes heißt es, hier ist Tod, nichts als Tod. Also sehr eindrücklich hält er seine Eindrücke fest und beschreibt sie seiner Frau.